Automated Solutions. Agritech. Komm zurück. Umweltsanierung. Biomüllentsorgung. Was auch immer Ihr Unternehmen benötigt, im Treibhaus helfen wir Ihnen bei der Problemlösung. Ganz natürlich. Noch eine Ferro-Forschungsanlage. Das Treibhaus. Ja, hat aber echt viele Post. Die branchenführende Biotech-Forschungsanlage von Ferro Automated Solutions. Agritech. Umweltsanierung. Biomüllentsorgung. Was auch immer Ihr Unternehmen benötigt, im Treibhaus helfen wir Ihnen bei der Problemlösung. Ganz natürlich. Okay. Biomüll kannst du nicht ganz natürlich irgendwo lagern. Funktioniert, glaube ich, gar nicht. Ich habe jetzt nicht an Biomüll gedacht, sondern nur radioaktiven Müll. Eine Metallblume. Demeter sollte gleich hinter dieser Tür sein. Aber diese Ranken blockieren den. Aber ich kann die nicht wegmachen. Falls ich sie nicht durchtrennen kann, muss ich einen anderen Weg finden. Ich habe schon gedacht, hier ist Schluss. Weißt du? Ich habe schon gedacht, hier ist Schluss. Ich habe die Waffe dafür noch gar nicht, um die Dinger hier wegzumachen. Hatte nämlich die. Ich habe die Dings noch nicht, um die scheiß Blumen hier wegzumachen. Da. Ein Raum ohne Ausgang. Toll. Aber immerhin gibt's eine Konsole. Ja, was? Schön. Protokoll. Ich habe gerade mit der US Robot Command telefoniert. Die Zeit läuft uns davon. Hab mich nicht getraut, Harris zu sagen, dass unser Heilmittel schlimmer als die Krankheit sein kann. Das Heilmittel ist bestimmt die Seuche. Auch wenn Diamantranken funktionieren, müssen wir noch beweisen, dass wir die Pflanzen wirksam eindämmen können. Aber Kabels Team arbeitet drüben bei Teststation Efeu daran. Er wird es schaffen. Ganz bestimmt. Oh, das sind die hässlichen Ranken. Diamantranken. Noch ein Geheimprojekt. Sie haben hier die Metallblumen und die Ranken gemacht, dann erfahre ich vielleicht, wie man sie zerstört. Wenn ich Teststation Efeu finde. Und wie komme ich hier jetzt raus? Wie du reingekommen bist. Durch den Eingang. Na also. Oh nein. Die schon wieder. Wer auch immer die sind, sie wollen mich töten. Ich muss aufpassen. Kann ich die nicht von hier oben aus töten? Okay. Ich könnte die Soldaten leise ausschalten. Doch einfach an den vorbei und dann abkühlen. Ich muss dahin. Also das ist ein Witz, oder? Muss die machen? Ah, erstmal machen wir den da. Genau da!
Ich kriege dich. Beschützt den Ort! Tötet sie! Hey. Keine Schritt weiter, Barbarin! Nennt ihr mich denn Barbaren? Weiter schießt! Hast du das gesehen? Spiele. Was haben die denn für eine Rüstung? Mach sie fertig! Also das ist bis jetzt die beste Rüstung, die ich in ganz Horizon gesehen habe bei den Gegnern. Muss ich gestehen. Oh, die sind feueranfällig. Hinten ist noch einer. Schnauze. Jetzt ist sie völlig los. Ich wünschte, diese Leute hätten mit mir geredet, statt mich anzugreifen. Ja. Ich muss irgendwie aus diesem Hof. Yep, das wünsche ich mir tatsächlich auch. Ich verstehe sowieso nicht, warum muss man immer erst jemanden, wenn ich das angreifen oder so. I don't get it. Säure, Plasma, Frost. Feuer, Frost, Schock. Dann habe ich keins. Guck gerade mal. Welcher? Ich die ganze Zeit, weil die Feuer, Schock und Säure hat. Nutzt doch den wir hier. Oh, jetzt muss ich gucken. Die ist besser. Der Minus Frost? Was ist denn das Minus? Ah, das hat eine Leere. Nein. Die... Ah, ich habe zu wenig Scherben. Okay. Ah, okay. Berserker-Jägerpfeile sind jetzt für einen deiner Jägerbogen verfügbar.
Oh my fucking God. Oh fuck. Problem an der ganzen. Problem an der ganzen Sache ist, dass ich das Feuer wegpacken muss. Aber die sind voll geil. Nein. Hier hab ich. Ich bin schon. Oh. Weiß nicht, was ich davon abgeben soll. Das untere ist Feuer, oder? Feuer und Blitz. Mit Feuer und Blitz benutze ich sowieso nicht. Ziele Jägerpfeile sind jetzt für einen deiner Jäger verfügbar. Die Spezialpfeile können für begrenzte Zeit ein Ziel festlegen, das von überbrückten Maschinen angegriffen wird. Das ist schon cool. Tatsächlich, glaube ich. Mal gucken, wo die anderen liegen. Das ist schon cool. Eine Kiste in der goldenen. Muss die Sachen erstmal verkaufen. Da ist noch was Goldenes. Wollte ich nicht haben. Eigentlich den Typen einsammeln. Erstmal hier die. Sind das Berserkerjägerbogen, Ziele Jägerpfeile? Die Tür sieht vielversprechend aus. Hör mal rein. Ich ergebe mich. Tu, was du willst. Ich wollte nicht gegen deine Freunde kämpfen. Sie griffen mich an. Wenn ich nur durch den Tod dafür büßen kann. Ich werde dich nicht töten, okay? Ich will nur verstehen, was hier los ist. Woher hast du diesen Fokus? Ich gehöre zu den Auserwählten. Den Quen. Die Ahnen haben uns allein die Macht des Fokus hinterlassen. Das Auge, das das Vermächtnis zeigt. Das Vermächtnis? Das Vermächtnis? Die Wahrheit. Sie liegt in der Dunkelheit und den Ruinen. Zwischen der uralten Asche und den Knochen des Vergangenen, auf das es wartet. Als Wahrsagerin muss ich sie suchen. Zum Wohle meines Volkes. Du suchst nach Daten. Vielleicht können wir uns unterstützen. Wie heißt du? Alva. Zweite Wahrsagerin in der Ostexpedition. Ich bin Aloy. Fangen wir von vorn an. Okay, das ich hören wir uns über an. Die Quen. Unser Land liegt jenseits des großen Ozeans. Wir waren noch nie hier.
Warum also jetzt? Unsere Heimat wurde von extremem Wetter verwüstet. Schreckliche Stürme und sengende Dürren. Unsere Ernten fallen aus. Unser Volk verhungert. Auf der Lösungssuche wurde vorgeschlagen, dass wir durch die mutige Überquerung des Ozeans nach Landfall des Vermächtnis vielleicht das Wissen erlangen, das unser Volk retten kann. Doch bisher entzieht sich uns das Wissen. Dein Volk nennt diesen Ort also Landfall des Vermächtnis? Nein, in Landfall sind wir angekommen. Im Westen, im Schatten der versunkenen Stadt, der zerstörten Brücke. Du meinst San Francisco? Ja, du kennst das Vermächtnis gut. Der Ort war für die Ahnen von großer Wichtigkeit. Wir hatten gehofft, dort ihre Geheimnisse zu erfahren, doch die Türen sind bisher verschlossen. Aber wir entdeckten dort Daten, die uns hierher führten. Vielleicht unsere letzte Chance. Warum etwas zu finden, das eure Ernten und euer Volk rettet. Ja. Wenn die Ahnen uns noch einmal gewogen sind. Du sagst, die Ahnen hinterließen deinem Stamm den Fokus. Ja. 13 Wahrsager besaßen diesen hier, seit er in unserer Heimat in den Ruinen entdeckt wurde. Ich trage ihre Namen in meinem Gedächtnis. Du hast also einen, aber keiner der Soldaten da draußen. Jeder hat seine Aufgabe. Die Aufgabe der Wahrsager ist es, das Vermächtnis zu suchen, die Weisheit der Ahnen zum Wohle aller zu deuten und zu beschützen. Also wissen nur die Wahrsager, wie man einen Fokus benutzt. Nicht mal die Herrscherfamilie und sicher keine Soldaten. Wie viele Wahrsager gibt es denn? In Landfall nur eine kleine Gruppe. Zu Hause ein paar Dutzend mehr. Schätze ich. Das wissen nur die Aufseher und ich gehöre nicht zu ihrem Rang. Ihr nennt also die Daten aus der Vergangenheit Vermächtnis? Ja. Alles, was nicht verloren ist oder verboten. Was bedeutet das? Alles, was wir lesen können und das, was erlaubt ist. Okay, verstehe ich nicht ganz. Aber gut, wofür benutzt ihr denn die Daten? Die größten Geheimnisse sind die, die das Leben vieler verbessern. Wie man Pflanzen anbaut, wie man Fluten zurückhält oder sogar das Meer überquert. Technologie. Das suche ich hier. Technologie, die meinem Volk zu Hause hilft. Die Soldaten, sie schossen auf mich ohne Warnung. Warum? Es ist die Pflicht der Quen, das Vermächtnis zu suchen und es vor den Dummen und Neidischen zu schützen. Also du erscheinst nicht dumm. Aber zu Hause wollen uns andere Stämme Böses. Es hieß, das Gleiche gelte auch hier. Sagt das euer Vermächtnis? Das Vermächtnis ist wahr. Aber es wurde schon oft falsch gedeutet. Ich hoffe, die Zeit und die Weisheit der Ahnen führen uns auf den richtigen Weg. Ja. Ich meine, sie ist ja ganz nett. So. Ich suche einen Ort in diesem Komplex namens Teststation Efeu. Hast du diesen Namen irgendwo gesehen? Nein. Ich habe etwas entdeckt, das wie eine Karte aussah. Aber sie war unlesbar. Verloren. Vielleicht werde ich ja daraus schlau. Da. Jede Menge Dateien. Ich habe sie durchgesehen. Schau im Abschnitt TH-Anlage. Wie gesagt, verloren. Du siehst die Karte nicht? Oh. Dein Fokus ist ein frühes Modell. Dein Betriebssystem kann Dateien von nach Mitte der 2050er nicht lesen. Aber ich kann sie mit dir teilen. Sie teilen? Du siehst das Verlorene und Verbotene. Weder verloren noch verboten, nur ein neueres Format.
Da, dort muss ich hin. Aber das geht nicht. Wir versuchen seit einer Woche tiefer in den Komplex zu gelangen. Der Weg ist durch Geröll blockiert. Was ist mit dem Tunnel? Er wird von hier freigeschaltet. Nein. Ich hielt Dida für eine Art Zugangskontrolle, aber ich konnte nicht genug Daten zum Bedienen lesen. Versuchen wir es mit meinem Fokus, okay? Wer weiß sie, dass das... Sollten wohl synchron bedient werden, die ist so süß, ich kann nichts dafür, aber die ist einfach süß und schuldig und keine Ahnung was. Die ist einfach so nett, holy shit. Ist sie süß. Also die mag ich, auf jeden Fall. Hau. Vielleicht wird das ja eine neue Freundin, ich hoffe es. Die Ahnen haben uns den Weg gezeigt. Na los, gehen wir. Ich soll... Also da ist ich ein bisschen mit dem Kult und so. Wir mussten den Tunnel doch zusammen ja, öffnen, oder sonst? Nicht? Ich finde das nett. Oh, der Karte nach sollte weiter drin noch ein Ausgang sein. Bleib bei mir. Geh voraus. Ich finde die so nett. Ich finde die voll lieb. Lieber zurücktreten. Okay. Tja, das war laut. Oh, hier ist so eine Kiste dran gewesen. Ist okay. Rausgeben. Ja, sei mal nicht so ungeduldig. Ich brauche noch ein paar Sachen für meine Pfeile. Was ist das da in der Wand? Was da in der Wand? Ich muss gucken, ob ich die auch noch... Was ist da in der Wand? Da ist der Tunnel. Nochmal und ab. Hier durch. Hier durch. Ich mag die Klamotten, die die anhat. Soll ich einfach mal da? Laut der Karte sollte der Ausgang da lang sein. Ich freue mich drauf, wieder oben zu sein. Ja, fühlt sich wie ein Grab an. Da ist eine Leiter. Hey, wir sind draußen. Ach du Scheiße, was bist du denn? Das kann nicht gut sein. Sie fliegen mehrmals am Tag im Komplex ein und aus. Nur die Ahnen wissen warum. Die Ahnen sind tot, Alva. Natürlich. Wie könnten sie sonst Ahnen sein? Wir haben wohl dringendere Probleme. Folge mir. Oh, ja, 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 ja. Hey, muss ich ein paar Tierchen überbrücken? Ach, da liegt noch was.
Cool, wie komme ich da durch? Ah, da. Guck mal, dass wir nicht irgendwas überbrücken können. Ubisoft Original. Maschinen. Wir können kämpfen. Oder vorbeischleichen. Du entscheidest. Die haben uns nicht gesehen. Die Fähigkeit, Maschinen zu zähmen, könnte für die Gwen gefährlich sein. Okay, das passiert mit denen. Schreiter zu reiten ist bestimmt spannend. Doch. Kacke, kacke, kacke. Da. Zielende Jägerpfeile. Hier den einen, den töte ich direkt. Wir können kämpfen. Oder vorbeischleichen. Du entscheidest. Nicht auf. Jetzt, wo sie verwundbar ist. Jetzt wissen sie, dass du da bist. Das war's. Wir sollten aufbrechen. Und das gibt ja immer noch. Wir sind gut.
Aua. Komm mal. Mein Schuss trifft. Ich habe noch niemanden so wie du gegen Maschinen kämpfen sehen. Ich habe schon viel geübt. Jetzt können wir einen Weg zurück in die Anlage finden. Kristallgeflecht. Ah, für die brauche ich Kristallflechte. Okay. Mal hier die ganzen Sachen einsammeln. Wir brauchen die nämlich die Scherben. Damit kann ich auch meinen Beutel auffüllen. Nicht noch mit. So, jetzt muss ich mal gucken. Da oben. Wir sind